Ja, servus, willkommen zu Patricks BME-Kanal. Und wie ihr schön schwer erkennen könnt, habe ich heute euch mal was mitgebracht. Zwar mototechnisch ein bisschen was. Und zwar geht es um eine Zuschauerfrage. Bleibt dran, nach dem Intro geht's weiter. Ja, wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt hier die Drosselklappe in der Hand von dem Modell 96er Baujahr. Und hier ist das Leerlaufregelventil schon an der Drosselklappe mit befestigt. Ich halte es euch mal in die Kamera, dass ihr es auch sehen könnt. So sieht das aus, das ist das kleine schwarze Teil. Hier unten die Steckerverbindung für die Versorgung. Ja, ab dem 96er Baujahr wurde das ganze Teil an die Drosselklappe mit angebracht. Und wie das jetzt beim 95er Baujahr ausschaut oder vor dem 95er Baujahr, bis 95 wurde das ja dann unter der Ansaugbrücke verbaut. Also wie das da aussieht, zeige ich euch jetzt dann mal an dem Beispiel meines Fahrzeugs. Das ist nämlich ein 95er Baujahr. Und wie gesagt, ab 96 wurde das an die Drosselklappe mit angebracht. Also dieses kleine schwarze Teil ist ab Baujahr 96, M43 Motor, 316, 318. Da Leerlaufregelventil. So, jetzt gehen wir mal zu meinem Fahrzeug und dann zeige ich euch das mal, wie es da vor dem 96er Baujahr aussieht. Ja, das Leerlaufregelventil sitzt jetzt, wie gesagt, bei dem M43 1.6er 95er Baujahr hier unter der ganzen Einheit. Wie gesagt, unter der Ansaugbrücke. Hier unten drunter seht ihr das Leerlaufregelventil. Hier hinten seht ihr schon ein Stück Silber. Das ist das Leerlaufregelventil. Das sitzt, wie gesagt, hier komplett unten drunter. Das ist schwer auszubauen. Also ich würde mal sagen, da würdet ihr die Ansaugbrücke runter machen müssen, wenn ihr das wegbekommt. Oder ihr baut einfach hier vorne die Drosselklappe, Faltenbalg weg. Vielleicht kann man das dann auch von so schon herausholen. Habe ich jetzt selber noch nicht rausgebaut, deswegen kann ich es euch jetzt schwer erklären. Wie gesagt, hier seht ihr die Leerlaufregelventileinheit. Die Steckerverbindung ist hier. Und wie das jetzt verkabelt ist oder einfach angeschlossen ist, verkabelt ist es ja nur hier mit einem kleinen Stecker. Wie gesagt, hier unten seht ihr einen Schlauch. Der geht einmal hier nach hinten. Hier Leerlaufregelventileinheit. Und hier geht dann der Schlauch einmal nach hinten. Und hier oben sitzt der dann nochmal drin. Also hier oben ist nochmal ein kleiner Schlauch, der wo hier vorgeht. Dann ist hier das Leerlaufregelventil, dann geht er weiter an den Faltenbalg. Jo, das war jetzt das Leerlaufregelventil von den M43 Motor Baujahr bis 95. Ja, das war das Video zu dem Leerlaufregler. Wie gesagt, gibt es zwei Varianten. Bis 95 ist das Ganze dann unter der Ansaugbrücke, hat dann einer schon 96, dann ist das hier dieser Fall, ist an der Drosselklappe dann mit befestigt. Das hier ist vom Schlachter übrigens nur mal zu erwähnen. Wer so ein Bauteil braucht, ich kann das in meinem Fahrzeug nicht verwenden. Ich habe ja, wie gesagt, 95, diesen hier ist Baujahr 96, da ist das Ganze dann an der Drosselklappe mit befestigt. Ja, wie gesagt, ich gebe mal unten in die Videobeschreibung nochmal die BMW-Teilekatalog-Seite mit rein. Da könnt ihr euch dann nochmal die Explosionszeichnung anschauen der jeweiligen Einbausache. Einmal ab 96 und einmal die 95 bis 95 Variante von den Leerlaufregelventil. Ja, wie gesagt, hier an der Seite findet ihr dann noch weitere Videos zu meinem Kanal. Wie gesagt, besucht mich mal auf meine sozialen Netzwerke, habt ihr das noch nicht getan. Ja, wäre schön, wenn ihr mal vorbeischaut. Wie gesagt, abonnieren kostet nichts, könnt ihr auch machen. Und ja, bis dahin, bin wieder mit dem Video fertig. Und ich hoffe, das hat den Zuschauer gefallen. Und ja, dann wünsche ich euch was. Euer Patrick auf dem BMW-Kanal.